Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Rise of the Tomb Raider. Und heute erkunden wir diese Höhle, die wir gestern entdeckt haben. Und ich glaube, es ist nämlich ein Grab. Das sieht ziemlich grabmäßig aus und die Spinnenweben sehen ziemlich falsch aus. Oh. Okay, da können wir mit dem Seil rutschen und hier haben wir nix. Aha! Eine Ader, die wir nicht nehmen können, weil zu viele Ressourcen. Nein, ich will aber mit der Seilrutsche. Ja! Hat zwar keinen Sinn, aber hey. Hauptsache ich kann's. Wir hätten auch quasi so runterklettern können. Aurora, die Ärztin. Sehr detailliert. Das steht da. Das sind 50.000 Buchstaben und sie sagt nur Aurora. Jetzt sind jedoch. Der Weg nach Kitesh war lang und hart. Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Kitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. Also geht's hier in dieser Krypta um Aurora, eine Gläubige, eine Gründerin quasi. Sieht aber gefährlich aus, als würde gleich hier irgendwie so ein Lux kommen oder so. Ist auch ein Weg? Ach, der führt mich höchstwahrscheinlich zurück, oder? Nö. Wieder zu einer Erzader, die ich nicht nehmen kann. Naja, gut. Was hat da hinten geleuchtet? Ich hab's gesehen. Ah, Pilze. Das ist nicht das, was ich finden wollte. Was ist das? Ein Teil eines antiken Bogens. Höchst interessant. Ich dachte eigentlich, das hier wäre ein Rätselort. Und das kann ich hier nicht finden. Okay. Gehen wir zurück. Verdammt seltsam. Aber das sind also die Krypten. Und die gibt es hier mehrere, ne? Das Ding ist jetzt, wir müssen den ganzen Weg nochmal zurückrennen. Hätten die mir ruhig eine Abkürzung machen können, oder? So wie in Assassin's Creed, da hat man immer am Ende so eine Abkürzung. Das hätten die auch hier einbauen sollen. Aber Square Enix ist ja nicht gleich Ubisoft, ne? Muss man dazu sagen. Was ist das? Ah, da war man leichter dran. Ah. Und zack. Aber das ist dann kein Grab. Die hat mir gesagt, es ist ein Grab in der Nähe. Und das ist aber eine Krypta. Ich glaube, zwischen Grab und Krypta ist schon ein großer Unterschied. Naja. Okay. Habe ich verstanden. Aber wir hatten hier irgendwo in der Nähe noch eins, oder? Ich glaube schon. Oh, frische Luft, okay. Ja, die Krypta ist jetzt nicht mehr aufgezeichnet. Klar. Gut, da müssen wir natürlich noch rein. Ich glaube, die sagen die ganze Zeit, dass das hier das Grab ist. Das Herausforderungsgrab. Gibt hier natürlich noch mehrere. Ich würde sagen, wir laufen zur Quest. Wir glauben, wir laufen mal zur Quest. Wir werden schon die Sachen finden, die wir brauchen, um da durchzukommen. Wie damals bei den alten Teilen von Lara Croft oder bei dem alten Teil, muss man das schon dazu sagen, ne? Und hier gibt es auch noch eine Tauchstelle, sehe ich gerade.
So. Weil ich es kann. So, da wollen wir hin. Gut, dann klettern wir kurz mal den Turm hoch, der ein bisschen gefährlich ist. Hui. Und ich denke mal, da werden wir die anderen antreffen. Obwohl, wie sollen die da hochgekommen sein? Na gut, die haben höchstwahrscheinlich einen Fahrstuhl und ich muss hier hochklettern. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Spiel so unfair ist. Dreh dich einfach um? Die hat sich einfach beim Fallen lassen umgedreht. Wie doof muss man denn sein? Also manchmal, ne? Manchmal kann das Spiel ein bisschen aufregen. Gib's zu. Vor allem die ganzen Kletterpartien dann alles nochmal machen, nur wegen so einem kleinen Bug oder Fehler vom Charakter. Ich meine, da habe ich ja nichts mit zu schaffen gehabt. Ich wollte da runter. Aber Lara dachte sich, ja nö, du willst runter, ich spring ganz runter. So sollte das aussehen, so. Und nicht anders, Lara. Und, och, da. Die ist auch ein bisschen geisteskrank, hier so rumzulaufen, ne? Ich würde es nicht tun, bin ich ganz ehrlich. Ich würde es nicht tun. Nicht mehr für alles Geld der Welt würde ich mein Leben so riskieren, ey. Aber es ist ein Spiel, Freunde. Das ist wie bei Filmen, da traut man sich natürlich mehr. Willst du mich verarschen? Du bist ja wohl eindeutig nicht gestorben, du hast hier höchstens einen Knöchel verstaucht. Du bist auf die andere Platte gesprungen, da stirbt man? Das ergibt ja mal keinen Sinn. Wie alles in diesem Spiel eigentlich keinen Sinn ergibt. Ne, Lara? Mit deinen Klamotten zum Beispiel. Hey, wir zaubern hier einfach mal etwas dunklere Ärmel und schon ist es ein neues Outfit. Wie soll ich denn da ankommen? Hier gibt's sonst nichts, ne? Ne, ich muss von hier aus da diesen Balken erwischen. Dass ich da unten gestorben bin, ist halt sehr, sehr merkwürdig. Vielleicht wäre es halt eine Abkürzung. Und denken sich, nee, der Spieler darf keine Abkürzung nehmen, der stirbt, sobald er irgendwie seinen Knöchel verstaucht. Brandpfeile. Ja. Herstellung von Feuerpfeilen. Die Ölflasche ermöglicht die Herstellung von Feuerpfeilen. Feuerpfeile können Stoff, Sprengladungen und Feinde ohne Rüstung entzünden. Wähle die Feuerpfeile aus, indem sie mehrmals nach oben drücken, bis das Feuersymbol erscheint. Zur Herstellung von Feuerpfeilen benötigen sie Stoff, Öl und normale Pfeile. Okay. Easy. Das willst du nicht mitnehmen? Nein? Okay, doch nicht. Was soll ich denn abschießen? Den Turm bestimmt nicht, oder? Ah, ich muss noch höher. Der Turm wurde gerade erst erbaut und Zero zieht es in Erwägung, den Turm abzufackeln. Ja. Das sind so meine Grundgedanken, Freunde. Immer das zerstören, was gerade aufgebaut ist. Weil das gibt am meisten Sinn immer bei mir. So. Da so. Bist du wahnsinnig? Die Frau ist einfach nur wahnsinnig. Klar. Spring auf das Ding, was jederzeit runterfallen könnte. Man merkt es. Was soll ich denn abschießen? Ach so. Ach so. Das hätte ich auch wohl hinten machen können. Man hätte mir einen Brandpfeil geben können, hätte ich das von weiten Sniper können. Wir treffen uns oben im Dorf. Ich sammle unsere Truppen hier. Okay.
Ach, ich kann an solchen Dingern mein Öl nachfüllen, das ist cool. Richtig geil gemacht. Hört sich an, als würden gleich Feinde da sein. So, wo sollen wir hin? Ah, wir sollen uns da treffen, okay. Nehmen wir noch schnell die Munition hier mit. Ich komme. Wo hast du hingeguckt? Ich habe den Blick gesehen. Scheint eine Art Karte zu sein. Aber ich kann den Text nicht entziffern. War ja klar. Oh, hallo. Was Sie auch suchen, das können wir nach dem Kampf besprechen. Alter, ist das windig hier. Jacob, Helikopter sind unterwegs zu Ihnen. Kommen Sie so schnell wie möglich her. Hinter die Barrikaden. Schnell, schnell. Nimm die Pfeile, Mandam. Achtung, in Deckung bleiben. Rückzug. Okay, wir sollten uns beeilen. Alter, wie das schnell eskaliert ist. Wo ist die göttliche Quelle? Box aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Da. Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte. Der Atlas. Sie zeigt Ihnen den Weg. Okay. Erzähl mir von diesem Atlas. Hey. Pumpgun. Mit der Pumpgun. Auf zur Bank hier hoch. Und plötzlich geht's los. Bist du böse? Du bist böse. Fuck. Bist du nicht der Einzige? Boah, Action! Ich hab auch eine Pumpgun! Oh Gott! Aber ich kann sie nicht so gut einsetzen wie du. Ich geb's zu. Okay, Blümchen brauche ich keine, das nehme ich aber gerne mit. Erstmal alles looten. Hey, was, wo? Hi, hey! Bin ich ein bisschen verjagt. Weißt du, sagt, gib mir Feuerschutz und rennt offen in mein Feuer. Ich meine, man kann schon ein bisschen dämlich sein, oder? Lass mich nachladen. Dankeschön. Oh oh. Ich sehe seine Tanks hinten. Ich sehe sie. Zurück, sie gehört mir. Das werde ich nicht schützen. Ich werde dich töten. Ich bin genauso verwirrt wie du, keine Angst. Verdammt. So wird das nichts. Ich kann nicht so. Kann ich aus der Schüssel. Ich kann nicht mal aus der Hüfte schießen, weißt du? Es ist vorbei. Das geht gleich hoch. Das Ding explodiert auf seinem Rücken und er brennt ein bisschen? Okay.
Mission Kars hier. Rückzug. Alle zum Startpunkt. Die Einheimischen haben uns überrannt. Croft ist bei ihnen. Schwere Verluste. Männer sind tot oder verstreut. Ja! Wir hätten sie töten sollen. Du hast keine Ergebnisse vorzuweisen. Vielleicht schafft sie, woran du bisher scheiterst. Ich werde nicht scheitern! Trinity greift ein, wenn du es tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich. Mein Überleben interessiert sie nicht. Ich brauche die Macht der Quelle. Und du wirst sie kriegen. Verlieh den Glauben nicht. Es ist Gottes Wille. Unser Erfolg ist unvermeidlich. Bitte, finde sie einfach. Mir läuft die Zeit davon. Wir sind so weit. Ich habe viel erduldet. Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast. Die Sünden, die ich begehen musste, sie müssen einen Sinn haben. Nur du kannst mir den Weg zeigen. Gib mir Kraft, weiterzumachen für sie, für dich, für Trinity. Bitte. Zeig mir den Weg. Fließt also Blut. Er will mich also töten. Ich verstehe. Tut mir leid. Das haben ihre Leute nicht verdient. Wir haben es so gewählt. Unseren Weg. Es war noch nie einfach. Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren. Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich. Die haben viele Ressourcen. Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt. Aber die werden ihn nicht im Turm finden. Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen. Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt. Ich kann helfen, Jacob. Tun Sie das für uns? Oder für das, was Sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe. Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit. Ja, es ist... Wir sind übel dran, Jacob. Folgen Sie dem Pfad zum Turm hinauf. Gibt's irgendwelche Truhen oder so? Wir haben hier noch einen Krypta-Eingang, ne? Da müssen wir eigentlich hin. Das heißt, wir laufen auf jeden Fall bis zum nächsten Feuer. Oder gehen wir zurück zur nächsten Krypta und holen da mal was raus. Aber erstmal. Ha! Teil schwere Pistole. Ja. Und ich vermute mal, ich muss da hinten hin. Gibt's hier kein Lagerfeuer irgendwo in der Nähe? Brennt irgendwas? Ich glaube, das ist das Haus. Ja, das ist das Haus. Hier gibt es natürlich tausend Sachen zum Einsammeln, kennen wir ja schon. Aber naja. Du siehst etwas fahl aus. Bist du verletzt? Ich glaube,
Ob's, wo? Aha. Da kommen wir natürlich nicht hin, ne? Oder doch? Hallo Eichhörnchen. Willst du sterben? Nein, schade. Den Forschersack nehme ich noch mit. Wir haben auf jeden Fall hier noch einige Herausforderungsgräber. Ich weiß nicht, ob wir sie alle aufmachen können, aber es wäre schön, wenn ja. Oh Gott, das hat gerade noch geklappt. Die Frage ist nur, kommen wir hier rein? Oh, die Akropolis, okay. Kann ich auch einsammeln? Jacob, es ist das reinste Chaos hier. Keine Spur von ihren Leuten. Sophia hat sie vielleicht in die Katakomben unter dem Turm gebracht. Aber ich erreiche sie nicht. Okay, dann suche ich dort nach ihr. Wir haben fast alle Verletzten evakuiert. Ich stoße bald zu ihnen. Ich dachte, das wäre die Krypta, das Grab. Das war nicht das Grab. Bin dran vorbeigelaufen. Na gut, dann laufen wir zum Lagerfeuer. Obwohl, da war ein Basislager. Gut, dann laufe ich lieber zurück. Na gut, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Rise of the Tomb Raider. Und dann werden wir ins Herausforderungsgrab gehen und vielleicht vorher nochmal kurz beim Basislager vorbeischauen. Wobei, das können wir jetzt schnell machen. Dann treffen wir uns da einfach wieder, weil ich dann höchstwahrscheinlich wieder ein paar Sachen sammeln kann. Oh Gott. So. Basislager hier vorne. Mal gucken, vielleicht hat sie noch was zu quatschen. Ich wünschte, du könntest diese Aussicht sehen, Lara. Die Grabungsstätte sieht am frühen Abend so schön aus, wenn die letzten Sonnenstrahlen das Werk harter Arbeit beleuchten. Dann werden die Lagerfeuer entzündet und der Geruch von Grillfleisch zieht durch das Camp. Es hieß, es sei Meerschweinchen. Ich lehnte ab. Roth aß zwei. Vielleicht nehme ich dich nächstes Mal mit. Wie lief die Geschichtsarbeit? Das sind meine schönsten Erinnerungen, Dad. Mit dir bei den Grabungsstätten. Besonders, wenn ich ein eigenes kleines Feld zum Graben bekam. Das war schön. Das Gefühl, Teil von etwas Wichtigem zu sein. In der Arbeit hatte ich eine Eins. Irgendwie, Freunde, wir haben einen Punkt zu verteilen. Das machen wir morgen. Erstmal würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Haut rein, euer Zero. Tschüss.